Dieses Museum ist Henriette Davidis gewidmet. Sie gilt als die berühmteste deutsche Kochbuchautorin, wurde 1801 hier in Wengern als 10. von 13 Kindern des Pfarrers Ernst Davidis geboren. Nebenan haben wir unsere alte Dorfkirche, das war die Predigtkirche des Pfarrers Davidis. Henriette Davidis gilt darum als berühmteste deutsche Kochbuchautorin, nicht wie manchmal fälschlich behauptet wird, sie habe das erste deutsche Kochbuch geschrieben. Nein, Kochbücher gab es schon in Deutschland seit dem 15. Jahrhundert und zur Zeit von Henriette Davidis gab es in Deutschland bereits über 400 Kochbücher. Berühmt wurde Henriette Davidis dadurch, dass sie als Begründerin der deutschen Küche gilt. Denn damals waren diese Kochbücher, diese 400, allesamt Regionalkochbücher. Jede Stadt, jede Landschaft hatte damals ihr eigenes Kochbuch. Das fing im hohen Norden an, Wangeroger Küche, Hamburger Kochbuch, Bremer Kochbuch, bis tief in den Süden, Regensburger Kochbuch, Pfälzische Küche, aber auch im Rheinland, das Kölner und Düsseldorfer Kochbuch, im Osten die Mecklenburgische Küche. Henriette Davidis hat es dann ganz anders gemacht. Sie hat Rezepte aus allen deutschen Städten, aus allen deutschen Regionen gesammelt und hat diese gesammelten Rezepte allesamt ausprobiert, zusammen mit ihrer Mutter, der Pfarrfrau Davidis, hat sie ausprobiert hier am heimischen Herd, der noch als Denkmal in Wengern in eine Bahnunterführung eingebaut ist und bis heute also erhalten geblieben ist. Also Henriette Davidis gilt als Begründerin der deutschen Küche, vorher nur regionale Küche. Das war ihr großes Verdienst. Das hat ihr Kochbuch zu einem Bestseller gemacht. Es gab aber noch einen zweiten Grund, warum dieses Kochbuch von Davidis so erfolgreich wurde. Und das war dieser. Das Ideal der Zeit dieses 19. Jahrhunderts war ja, es war ja die biedermeierliche Zeit, das Ideal war, jede Frau, die ihr Lebensziel erreichen wollte, musste gute Hausfrau werden. Ja, und wenn man gute Hausfrau werden wollte, musste man natürlich eines können, gut kochen. Und für gutes Kochen benötigte man nun einmal ein gutes Kochbuch. Und darum kauften alle Frauen, um gut kochen zu können, das Kochbuch von Henriette Davidis. Man könnte natürlich fragen, warum haben alle Frauen dieses Kochbuch gewählt? Sicherlich, es war zum ersten Mal die deutsche Küche. Aber es gab ja darüber hinaus eben auch diese Regionalkochbücher. Nun, die Frauen kauften das Kochbuch von Henriette Davidis darum, weil sie mit diesen Regionalkochbüchern überhaupt nichts hätten anfangen können. Die wandten sich im Grunde alle an, sage ich einmal, Berufsköche, Berufsköchinnen. Für die normale Hausfrau, die das Kochen so richtig lernen wollte, die konnte mit den Büchern gar nichts anfangen, weil sie viel zu kompliziert waren. Und da hat Henriette Davidis wiederum einen neuen Weg beschritten und hat damals das erste Schulkochbuch geschrieben. Lehrkochbuch, hat Schritt für Schritt beschrieben, wie ein Gericht entsteht. Und hat ihren Verlegern gesagt, liebe Verleger, ihr könnt damit Reklame machen, dass ihr den Leuten und Hausfrauen sagt, mit dem Kochbuch oder nach dem Kochbuch von Henriette Davidis, damit und danach können schon kleine Mädchen kochen. Das war also Grund Nummer zwei für den Erfolg des davidischen Buches. Erstens, zum ersten Mal eine deutsche Küche, zum zweiten das erste Schulkochbuch, Lehrkochbuch. Man kennt ja später den Begriff Schulkochbuch von den Büchern von Dr. Oetker. Es gibt ja vier holländische Bücher. Nur vier holländische Bücher gibt es, ja. Gucken, die niederländischen auf. Ja, aber was dann, ja, das war aber doch jetzt ein deutsches Kochbuch mit deutschen Rezepten, ja. Und trotzdem ist das in den Niederlanden erschienen. Ja, ja. Aber natürlich auch in Holländisch geschrieben. Ja, ja, klar. Aber genau das, ja. Ja, ja. Hat, ich es richtig sehe, jetzt 12 Auflagen. 12 Auflagen, mein Gott. Hier haben wir also eine Küche aus dem 19. Jahrhundert mit all den Küchengeräten, die Henriette Davidis damals den Hausfrauen empfohlen hat. Henriette Davidis war immer dem technischen Fortschritt auf der Spur. Wenn die Industrie irgendein neues Küchengerät herausgebracht hat, hat sie es ausprobiert.
Wenn sie es für gut befunden hat, hat sie es in ihr Kochbuch aufgenommen und Davidis, natürlich immer auch praktisch eingerichtet, hat in Klammern dann dazu gesetzt, die Herstellerfirma. Gesundheitliche Fragen waren für Henriette Davidis schon immer wichtig. Hier haben wir zum Beispiel dieses Bunzlauer Geschirr. Diese Keramik hat Henriette Davidis darum den Hausfrauen empfohlen, weil es damals die einzige Keramik war, die fast giftfrei war. Die Bunzlauer Keramik. Davidis hat auch als allererste ein Kinderkochbuch verfasst. Titel ist Puppenköchin Anna. Und hier haben wir also eine Kinderküche aufgebaut, denn das kleine Mädchen sollte ja schon spielerisch in die Hausfrauenrolle hineinwachsen. Andererseits muss man sagen, dass Davidis nicht nur verkündet hat, ihr Frauen, ihr müsst gute Hausfrau werden. Sie hat zusätzlich gesagt, auch jede Frau muss noch einen Beruf erlernen, muss eine gute Schulbildung haben. Und damit stand sie ganz nahe bei der Idee der frühen Frauenbewegung, die ja auch sagten, jedes Mädchen muss auch einen Beruf erlernen. Henriette Davidis hat das auch gesagt. Es gab da unterschiedliche Gründe. Die frühe Frauenbewegung kam so von Ideen der Französischen Revolution her. Freiheit, Gleichheit, Mann und Frau, alles gleich, Brüderlichkeit. Bei Henriette Davidis hatte das einen anderen Hintergrund. Sie hatte Probleme mit ihren Verlegern, fühlte sich letztendlich von den Verlegern über den Tisch gezogen und darum hat Davidis also gesagt, ihr Mädchen müsst alle eine gute Schulbildung haben, auch euren Beruf haben, sonst werdet ihr auch in dieser rauen Männerwelt halt über den Tisch gezogen. Und darum haben wir hier neben diesen Küchengeräten, neben dieser Küche auch kleine Kaufläden aufgebaut, eine Wäschehandlung. Alles Beispiele für weibliche Berufstätigkeit. Davidis hat darüber hinaus gesagt, Mädchen können also auch die Buchführung in Läden machen, sie können die Krankenpflege machen, sie können den Lehrberuf ergreifen und so weiter.